Shalom zusammen. Es gibt viele unterschiedliche Sekten im Christentum, nicht nur im Westen, sondern auch im Osten, genauer gesagt in China, wo die sogenannte Kirche des allmächtigen Gottes ihr Unwesen treibt, die auch bereits in Europa Fuß gefasst hat, auch in Deutschland. In einem Artikel vom 24. August 2014 wird Folgendes berichtet. Die Church of Almighty God. Nur die gläubigen Mitglieder der Kirche können gerettet werden, so ihre Überzeugung. Alle, die der Kirche kritisch gegenüberstehen, würden unerbitterlich mit allen Mitteln bis zum Tode bekämpft. Ein Beleg dafür soll ein Vorfall im Mai in einem McDonald's-Restaurant in Caoyuan in der ostchinesischen Provinz Shandong sein. Fahrt zur Hölle, habe Angreifer Zhang Lidong, eine 37 Jahre alten Frau, in dem Fastfood-Restaurant zugeschrien, bevor er auf die wehrlose Frau einschlug, bis sie starb. Hier sehen wir etwas, was typisch für Sekten ist, nämlich dass alle Mitglieder von anderen Konfessionen in die Hölle kommen, außer natürlich die Mitglieder der eigenen Konfession, in dem Fall die Sekte der Kirche des allmächtigen Gottes. Außerdem scheint diese Sekte auch keine Grenzen zu kennen, so dass sie Kritiker sogar umbringen, was deutlich macht, dass diese Leute keine Christen sind. Doch wie sieht es mit der Theologie dieser Sekte aus? Nun, in diesem Artikel wird außerdem berichtet, Reinkarnation von Jesus Christus als Frau. Entstanden ist die Church of Almighty God in den frühen 90er Jahren, als Cao Weishan in der Provinz Henan eine Frau traf, die sich selbst Lightning Deng nannte. In ihr meint Weishan, eine Reinkarnation von Jesus Christus zu erkennen. Ja, ihr habt richtig gehört, Jesus ist laut dieser Sekte bereits wiedergekommen, und zwar als eine Chinesin. Diese Lehre ist auch keineswegs eine Nebensache, sondern der Kern dieser Sekte. So heißt es. Die wichtigste Glaubenslehre der Gruppierung ist, nämlich der Church of Almighty God, dass die von den Christen erwartete Wiederkunft Christi bereits in Gestalt einer 30-jährigen Chinesin geschehen ist. Wir sehen also, dass die Mitglieder dieser Sekte keine Christen sind, im Gegenteil. Diese Leute machen aus Jesus eine chinesische Frau, weil sie ihr völkisches Denken mit dem Gedankengut der Bibel vermischen, weswegen so eine unfassbare Irrlehre dabei herausgekommen ist. Darum sagte der wahre Jesus in Matthäus 24, Abvers 4, Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Auch im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 steht geschrieben, Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Darum lasst euch nicht verführen und geht lieber einfach in ein China-Restaurant, als euer Geld, euer Leben und eure Hoffnung auf diese antichristliche Sekte zu setzen, die spätestens im Königreich Gottes auf Erden keine Rolle mehr spielen wird. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, teilt das Video, abonniert den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der wahre Messias und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.